Sag mal, was das denn für ein Ding? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das müssen wir vielleicht mal in die Kamera zeigen. Das ist, ich habe gerade geguckt, irgendwas ist verkehrt. Da fehlt die Tastatur. Da gibt es keine Tastatur. Na, das kann man so nicht sagen. Wenn ich hier den Knopf drücke, dann erscheint unten eine Tastatur. Aha. Das ist der neue von Toshiba, der Libretto W100 heißt der. Da ist man einen anderen Weg gegangen. Man sagt, okay, Tastatur ist schön, wenn man braucht. Maus kann man zwar auch anschließen, muss man aber nicht unbedingt. Man kann, ich finde es jetzt nicht, man kann hier unten so ein Mauspad einblenden. Mhm. Dann habe ich eben zwei Bildschirme, die nahtlos übereinander laufen. Du wackelst mir zu sehr, ich halte es mal. Und wenn man dann hier drüber geht, kann man auch den Inhalt scrollen, so wie man es kennt. Man kann mit Multitouch vergrößern und so Sachen machen. Das ist jetzt quasi ein Bildschirm, der quasi nur in der Mitte so eine Lücke hat. Ja, man kann natürlich auch teilen. Ne? Wie gesagt, wenn ich denn hier die Tastatur einblende, habe ich ihn geteilt. Ich kann dann mal, jetzt muss ich mal sehen, wenn ich irgendwie drauf gucke. Hier gibt es besondere Bedienelemente. Da kann ich den Internet Explorer nur nach oben legen. Ich muss den mal rumdrehen und sehe ich das nicht. Ja, okay. Die Stift, das ist so, jetzt, so schön, wie die Sachen sind, aber von der Seite kann man es meist schlechter erkennen. Dafür sind die nicht gebaut. Ah, jetzt tut sich da irgendwas. Also, jetzt habe ich nach unten. Ist interessant, was er hier macht. Ich erkläre es Ihnen. Lass mal so. Geht. Gut. Das ist das Übliche, was wir immer haben. Das ist im Prinzip eine Lösung eines... Jetzt sieht es aus, wenn er so hält, sieht es aus, als wäre da wirklich eine Tastatur. Aber das ist eben nur jetzt diese... Die kann man auch bedienen. Die hat auch... Da fängt das Ding an zu vibrieren, wenn man eine Taste trifft. Was? Echt? Ja. Oh ja, ich merke das, ja. Also sogar so ein bisschen die Rückmeldung da. Hm. Als sie uns das geliehen haben, habe ich auch gedacht, ja schön, und jetzt habe ich aber keine Software dafür. Dafür kamen dann meine Portable-Apps und habe ich meinen USB-Stick da reingesteckt und hatte dann auch Programme da drauf. Konnte dann auch andere Sachen laufen lassen, als wir vorinstalliert sind. Neues Teil? Das ist ein neues Teil. Kostet. Man redet ja im Moment, das ist die schlechte Nachricht, 1300 Euro. Man redet hier im Moment viel von diesen Tablet-PCs. Das ist eine Lösung, die man sich ausgedacht hat. Man kann also, wenn man den senkrecht hält und richtig eingestellt hat, dann kippt er auch das Bild. Mal schauen, wie rum. Will er jetzt doch, nicht. Doch, macht er jetzt gleich. Macht er gleich. Ah ja. So, er macht jetzt dunkel und dann ist es senkrecht. Jetzt in dem Fall auf einer Seite. Man kann also dann zwei Seiten in einem Buch lesen. So ist das gedacht. Wie blätter ich denn so ein Buch um, wenn ich das zumache dann? Na gut. Vielleicht. Ja. Es ist eine Lösung für diese Tablet-PCs. Man sieht ja im Moment sehr viel angeregt durch das iPad von Apple. Aber im Moment sind ganz, ganz viele Firmen, also nicht nur die Toshiba, Asus, Dell, Samsung, Sony, wie sie ganzen heißen, die werden jetzt mit Windows 7 basierende Tablet-PCs rausbringen. 1&1 hat schon einen vorgestellt, der ist allerdings noch nicht da. Die wollten uns den leihen, das hat aber leider zeitlich einfach nicht mehr hingehauen. Also der Libretto von Toshiba. Die bittere Pille, 1300 Euro. Wie lange läuft der mit einer Akkuladung? Der läuft 4 Stunden mit einer Akkuladung. Ist nicht so. Ist auch nicht also so muss ein bisschen sagen, die waren so nett und haben uns einen Prototyp gegeben. Das ist kein Serienmodell. Okay. Man sieht es auch an einigen Ecken noch. Das haben die das heißt, auch freundlicherweise gesagt. Das noch gar nicht kaufen? Der wird im August kommen. Ah ja. Wie gesagt, hat noch ein paar kleine Macken, aber... Also das Prototyp hat noch ein paar kleine Marken, sehr schön. Ist in der Rechenleistung zum Beispiel stärker als hier mein Netbook. Mhm. Aber das kostet ja auch nur 300. Weißt du, was für ein Prozessor da drin werkelt? Das könnten wir, wenn wir jetzt das schnell genug hinkriegen, nachsehen. Das ist ein 4500er, glaube ich. Okay. Also ein schöner Blick da drauf, den wir da tun durften. Sicherlich ein Objekt der Begierde. Ja.